Herzlich willkommen bei Fischtechnik International. In diesem Video zeigen wir die verschiedensten Typen von Sortiermaschinen, die von uns produziert werden. In der Zeichnung sehen wir den grundlegenden Aufbau der Sortiermaschinen. Rechts ist die Einlaufpfanne, in der Mitte die Wandsysteme und links unter dem Kasten sind die Motoren, außen angeschraubt Frequenzumrichter, Stecker, Schalter und so weiter. Diese Maschine hat drei Sortiergrößen. Wir sehen auf der linken Seite drei Auslässe, die allerdings auch auf der rechten Seite so ausgeführt sind. Mit den beigefügten Verschlussplatten können Sie entscheiden, ob die Fische auf der rechten oder der linken Seite rausgelassen werden. Es gibt drei verschiedene Systeme, um Fische zu sortieren. Das Karussellsystem ist hier nicht abgebildet, da es nicht die Verbreitung hat wie die übrigen zwei Systeme. Links sehen Sie das von uns damals entwickelte und patentierte Bandtransportsystem und rechts das auch weit verbreitete Rollentransportsystem. Im Folgenden gehen wir auf die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme etwas genauer ein. Beim Bandsystem werden die Fische getragen. Es ist etwas langsamer, es ist aber sehr schonend für die Fische, da keine Reibung entsteht und der Schleim auf den Schuppen nicht beschädigt wird. Es bietet höchste Genauigkeit und die Fische sind in diesem V fixiert. Das Rollensystem ist bauartbedingt etwas schneller. Die Fische werden aber geschoben, ist etwas rauer zum Fischtransport, hat eine geringere Genauigkeit und die Fische können springen auf diesen Rollen. Hier sehen Sie jetzt die verschiedenen Typen, die von Fischtechnik produziert werden. Links ist die Bezeichnung. Rechts gibt es noch Subtypen, insbesondere für die FGM4. Da gibt es neben den normalen Brut- und Setzlingsmaschinen auch noch eine ZGM, die ist für Zander und Flussbarsch und die LGM für Lammfisch. Das sind ja die kleinen Sauger, die die Lachslaus bekämpfen. Diese Varianten oben drüber gibt es noch in einer XL und XXL-Version, die jeweils 400 mm länger sind. Darunter sehen Sie die Standardmaschinen FGM2, FGM3 für im Prinzip alle Arten von Setzlingen und Speisefisch. Die FGM5 ist eine Doppelbandmaschine, wo im Prinzip zwei Maschinen in einer verbaut sind und damit eine höhere Kapazität möglich ist. FGM6 ist für Lachse bis 5 Kilo und die FGM8 ist die Aalmaschine. Jetzt kommen noch ein paar Bilder von den verschiedenen Maschinen. Hier eine FGM4 mit verlängerter Einlaufwanne und vorgesetzter Auffangwanne mit Körben, damit die Halle trocken bleibt und die Fische, also insbesondere Brut und kleine Setzlinge, hier entnommen werden können. Dies ist das Foto einer FGM2 mit 4 Ausläufen. Standardmäßig kommen fast alle Maschinen mit 3 Ausläufen, aber 4 sind jeweils möglich. Hier eine FGM5, eine Doppelbandmaschine, wo also zwei Systeme nebeneinander verbaut sind. Hier sehen wir den aktuellen Ausbauzustand der Elektroinstallation. Auf der linken Seite den Frequenzumrichter, in der Mitte den spritzwassergeschützten Stecker und auf der rechten Seite den FI-Schalter. Über dem Dach den Notausschalter. Alle Maschinen werden von einem Elektromeister gemäß CE-Richtlinie abgenommen und entsprechend dem neuesten Stand der Technik. Seit über 40 Jahren produzieren wir Fischsortiermaschinen. Weit über 1000 Exemplare haben wir in über 70 Länder exportiert. Daher geben wir Ihnen gerne eine Garantie von 10 Jahren, ausgenommen Elektronik, Elektrik und Plastikteile. Wir würden uns freuen, wenn auch Sie sich für eine Sortiermaschine von Fischtechnik entscheiden.